nanga Captain, nanga den Bashia. Ein Gebet, irgendwo im Urwald von Suriname. Elche Duku ruft die Geister um Hilfe. Er ist Dschungeldoktor, ein Medizinmann. Seine Welt ist bedroht. Das Gold ist unser größtes Problem. Überall gibt es illegale Minen, die den Dschungel zerstören. Mein Stamm erhält aber keinerlei Entschädigung. Niemand, der hier im Busch lebt, kann etwas dagegen tun. Meine Vorfahren kamen aus Afrika hierher, als Sklaven. Ich glaube, Gott hat uns die Chance gegeben, hier in Suriname ein neues Leben zu beginnen. Der Dschungel gibt mir alles, was ich brauche. Vor allem Pflanzen, mit denen ich Menschen heile. Doch unser Leben ist auch in Gefahr. Wir müssen kämpfen gegen die Zerstörung der Natur und für unsere Rechte. Deshalb will ich durch mein Land reisen und mit eigenen Augen sehen, wie meine Landsleute leben. Flüsse sind in Suriname Hauptverkehrsadern. Edge auf dem Weg nach Pickinsley, seinem Heimatdorf. Die Bootsmänner quälen den Einbaum unerbittlich durch die Stromschnellen, Meter für Meter flussaufwärts. Wir sind auf dem Suriname. Der Fluss ist Namensgeber für das gesamte Land. Suriname, die kleinste Nation Südamerikas. An der Küste verläuft die einzige Landstraße durch die Hauptstadt Paramaribo. Der Rest sind Dschungel und Flüsse. Und mittendrin Pickinsley. Mit an Bord Patrick Dorde, ein Holländer. Patrick plagen starke chronische Schulterschmerzen. Deshalb ist er hier. Edge soll ihm helfen. Patricks Familie stammt aus Suriname. Deshalb vertraut er auf die traditionelle Medizin aus dem Dschungel. Wir sind im Gebiet der Saramakana. Ein Stamm mit Wurzeln in Afrika. Hier, tief im Dschungel Südamerikas, hat sie überlebt. Die afrikanische Kultur, die Sprache der Saramakana und ihre Heilmedizin. Ich habe viel gehört, dass man in diesen Dörfern mit Medizinen viele Sachen machen kann, die die Ärzte in Holland nicht machen können. So, mal sehen. In Pickinsley ist gerade Erntezeit. Seit Jahrhunderten Sache der ganzen Familie. Die Maniokstampfer misstrauen unserer Kamera. Das Video raube doch einen Teil ihrer Seele. Pickinsley besitzt 4 Wasserpumpen und 3 Generatoren. Alles andere wird per Hand gemacht. Die Hierarchie ist klar. Um das Essen kümmern sich die Frauen. Männer sind die Chefs. Baschas erkennt man an ihrem Gehstock. Auch Edge ist ein solcher Vizebürgermeister. Darauf ist seine Mutter stolz. Baschas schlichten bei Streitigkeiten, sind Ersatz für die Polizei, die es hier nicht gibt. Thank you.
Edge hat ungefähr 9 Kinder. So ganz genau weiß er das nicht. Am wichtigsten sind aber seine beiden Neffen. So ist es hier Tradition. Heute beginnt für beide die erste Lektion über die Heilpflanzen des Dschungels. Die Pflanzen, die ich euch heute zeige, müsst ihr euch sehr gut merken. Denn nächstes Mal kann es sein, dass ihr alleine hier seid. Dann müsst ihr wissen, welche Pflanzen ihr braucht, um andere zu heilen. Die Rinde dieses Baums hat besondere Heilkraft, sagen die Saramakana. So trenne ich die Rinde. Sie überträgt anderen Kräutern Kraft, wenn wir ein Kräuterbad zubereiten. Merkt euch das. Bei einem Heilbad geht neben der medizinischen Wirkung auch eine spirituelle Kraft auf den Patienten über. In Suriname wachsen mehr als 800 Baumarten. Und jedes Jahr werden neue Bäume und Pflanzen entdeckt. Unberührter Urwald, auf einer Fläche so groß wie England. Tropische Giftfrösche und Spinnen. Von ihnen will die westliche Medizin- und Kosmetikindustrie lernen. Doch wirklich kopieren können sie die Natur nicht. Suriname ist Teil des Amazonasgebiets, dem größten zusammenhängenden Regenwald der Erde. Seit jeher ein Ökosystem und Lebensraum für die Ureinwohner Surinames, die Indios. Von ihnen haben Edges Vorfahren viel gelernt. Es gab einen Austausch, welche Pflanzen man zum Heilen verwendet, wenn man Bauchschmerzen hat, was man trinken muss und welches Kräuterbad man macht. All das haben die Indios meinen afrikanischen Vorfahren beigebracht. Deshalb will Edge bald aufbrechen, in den Süden, wo die Indios heute leben. Sie sind vor langer Zeit geflüchtet, vor dem Raubbau. Die Holzfäller kommen. Manchmal hören wir den Lärm ihrer Maschinen. Wenn wir nicht aufpassen, sind sie bald hier. Dann sind diese Kinder groß und haben zwar das medizinische Wissen, können aber die Heilpflanzen nicht mehr finden. Kleine Bäche wie dieser sind die Trinkwasserquelle für Edges Dorf. Ich habe Angst, dass die Goldsucher eines Tages auch hierher kommen. Weiter nördlich verschmutzen sie schon die Flüsse und Bäche. Deswegen ist es meine Pflicht, unsere Botschaft im Radio und bei Politikern zu verbreiten. Wir wollen die Goldsucher nicht. Bevor Edge auf die Suche nach den Goldgräbern geht, muss er sich erst um die Medizin für Patrick, den Holländer, kümmern. 12 Kräuter, dazu das Öl einer Stachelpalme und ein spezielles Moos. Den Rest des Rezeptes verrät er nicht. Edge gehört der Glaubensrichtung der Rastafaris an. Sie genießen unter den Saramakanern am Fluss den besten Ruf als Dschungelärzte. Das weiß auch Patrick mit den Schulterschmerzen. Dieses Öl geht tief unter deine Haut. Es bekämpft den Schmerz, indem es gesundes Blut in deiner Schulter zirkulieren lässt. Du hast deine Pflicht. Du darfst 8 Tage lang nicht mit einer Frau schlafen. Und du darfst auch nicht in der Nähe einer Frau sein, die ihre Tage hat.
Onkostel, da macht mir Kobrek nach ein. Gar nicht? Wenn du Sex hast, schwächst du die Kraft meiner Medizin. Ja. Später berichtet uns Patrick, dass die Schmerzen ein wenig zurückgegangen sind. Dieser Hüftschwung ist Teil der Geschichte der Saramakaner. Vor mehr als 150 Jahren waren sie noch Sklaven auf Zuckerrohrplantagen an der Küste. Ein Hüftschwung wie dieser lenkte damals die Aufseher ab, sodass die Männer fliehen konnten. Hierher in den Busch. Banamba, der Tanz der Saramakanerinnen. Nicht ganz so sexy der afrikanische Sekiti-Tanz. Etwa 200 Kilometer weiter flussabwärts liegt Paramaribo, die Hauptstadt von Suriname. Als erstes erwacht hier der Tuatua, ein kleiner schwarzer Vogel. Nicht irgendeiner. Nein, der Tuatua kann seinen Besitzer reich machen. Sonntagmorgen ist Singvogeltreffen in Paramaribo. Der Tuatua, der am häufigsten zwitschert, gewinnt. Oft mehrere 10.000 Euro. Es ist Surinames Nationalsport. Und dann erwacht das Leben in Paramaribo. Multikulti ist hier kein abgedroschener Begriff. Paramaribo ist Multikulti. Achtzehn Sprachen werden in Suriname gesprochen. Doch am wichtigsten ist noch immer Niederländisch, die Sprache der alten Kolonialmacht. Damals hieß Suriname Niederländisch-Guayana. Wie es zu dieser Zeit zuging, erfahren wir hier. Sweet Merodia, das Boot von Cynthia McLeod. Willkommen, schnappt euch leckeren Kaffee. Cynthia ist so etwas wie das koloniale Gewissen des Landes. Regelmäßig nimmt sie Einheimische und Ausländer mit zu den alten Plantagen. Zurück ins 17. und 18. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde Suriname Teil der niederländischen Krone, und zwar durch einen Kuhhandel. Denn im Tausch für dieses Stück Land gaben die Holländer damals einen Teil von Nordamerika ab, die Insel Manhattan. Cynthias Bootstour ist legendär in Suriname, so wie Cynthia selbst. In ihr fließt das Blut von Sklaven und Kolonialherren. Ihr Vater war Präsident des Landes und sie selbst ist Bestsellerautorin. Nahe der Mündung des Suriname-Flusses liegen sie, die ehemaligen Plantagen für Kakao, Kaffee und Zucker. Diese Plantage trug den Namen Ruhe und Arbeit. Sind ja übersetzt. Ruhe für die Eigentümer und Arbeit für die Sklaven. Cynthia hält die Erinnerung wach. Auch an die Grausamkeit von damals, als die Sklaven per Schiff hierher verschleppt wurden. Every day they opened the
Einmal am Tag wurden die zusammengepferchten Sklaven an Deck getrieben, damit gereinigt werden konnte. Doch trotz Reinigung haben die Schiffe furchtbar gestunken. So sehr, dass andere Kapitäne in ihr Bordbuch geschrieben haben, dass man ein holländisches Sklavenschiff auf offener See erkennt. Und zwar am Gestank. Vor rund 150 Jahren endete die Sklaverei. Und heute ist aus der Plantage ein verschlafenes Dorf mit Kleinbauern geworden. Seit 1975 ist Suriname unabhängig. Die junge Republik hat einen Militärputsch erlebt und einen Bürgerkrieg. Doch diese unruhigen Zeiten sind vorbei. Das alte Fort ist heute ein Museum zur Geschichte der Kolonialzeit. Cynthia McLeod ist sich sicher, erst nach Ende der Sklaverei konnte sich Surinames wahre Seele entwickeln. Die Holländer holten nach dem Ende der Sklaverei Vertragsarbeiter aus Asien hierher. Vor allem von der Insel Java in Indonesien. Das waren einfache Arbeiter für die Plantagen. So kam die Kultur der Javaner nach Suriname. Bis heute hat sich diese Kultur bewahrt. Das ist der javanische Markt von Paramaribo. .500.000 Menschen leben in Suriname. Jeder vierte hat Vorfahren aus Java. Heute ist Erntedankfest. Da werden noch schnell die letzten Zutaten besorgt. Auch Nicht-Javaner kaufen hier ein. Der javanische Markt hat einen guten Ruf. Nos, nos, nos. Oder NOS, echt wahr? NOS, NOS. Hühnchen mit Curry, grüne Bohnen, dazu Nudeln und Reis mit einer süßen Gewürzmischung. Das ist typisch javanisch. 60 plus 12. Zum Erntedankfest wird es eingewickelt in ein Bananenblatt. Gleich nebenan liegt das javanische Kulturzentrum. Hier beschleicht einen das Gefühl, nicht in Südamerika zu sein, sondern in Indonesien. Viele Javaner gehören heute zur Elite in Suriname. Deshalb hat das Kulturzentrum zahlungskräftige Sponsoren. Dann beginnt der Höhepunkt des Erntedankfestes, das 3000 Jahre alte Gamelan-Schattenspiel. Die kommenden 4 Stunden gehören dem Dalang, dem Puppenspieler, und seinem listigen Clown Petro, der König werden will. Wir haben wirklich ein großes Problem. Ich bin mit 72 Jahren der Einzige in Suriname, der dieses Schattenspiel beherrscht. Ich habe versucht, junge Leute zu motivieren, aber keiner hat ernsthaftes Interesse gezeigt. Ich hoffe, dass ich noch jemanden dafür begeistern kann, damit diese Tradition nicht ausstirbt. Das Problem? Als Schattenspieler muss man 6 Sprachen beherrschen, darunter Hochjavanisch. Das ist den Jüngeren einfach zu kompliziert. Clown Petro schafft es am Ende nicht, König zu werden. Er scheitert an mächtigen politischen Gegnern. Zurück bei Edge.
Letzte Vorbereitung vor der Reise. Puta Dresi, so nennt sich diese Kräutermischung. Seit Jahrhunderten machen Saramakaner damit ein Bad, um sich zu reinigen. Eine spirituelle Säuberung. Ich mache dieses Ritual vor jeder großen Reise. Wir nennen das Puro Amofo, also die Reinigung des Mundes. Dadurch verhindere ich Streit oder Kommunikationsprobleme auf der Reise. Was wir Fiofio nennen. Dieses Kräuterbad reinigt mich von negativen Fiofio. Zuerst will Edge eine der illegalen Goldminen suchen, die seit wenigen Jahren hier überall entstehen. Danach wird es tief in den Dschungel gehen. Vom Brokopondo-Stausee im Herzen des Landes per Flugzeug nach Kwamalasamutu, dem südlichsten Ort in Suriname. Von dort werden es 3 Tage per Boot zu den Trio-Indios in dem Dorf Sipalivini sein, kurz vor der Grenze zu Brasilien. Auf dem Stausee ist Edge nicht allein unterwegs. Sein Freund Dorus Vrede zeigt ihm den Weg. Überall ragen tote Bäume aus dem Wasser. Auf einer Fläche 3-mal so groß wie der Bodensee. Darunter liegen 26 Dörfer, versunken seit etwa 50 Jahren. In einem dieser Dörfer lebte Dorus. Nein. Ich habe damals überhaupt nicht geglaubt, dass das Wasser kommen würde. Wir waren Fußballspielen auf dem Feld, als wir die Nachricht hörten, und wir mussten lachen, denn wir waren so sicher, dass ein Stausee unmöglich ist. Hier kann unmöglich unter Wasser gehen. Und mit den magischen Mitteln. Viele dachten, dass sie mit ihren magischen Kräften den Damm zerstören könnten. Darum haben wir uns überhaupt nicht beeilt, von hier wegzuziehen. Um zu transmigrieren. Über die Vertreibung hat Dorus ein Lied geschrieben. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, fühle ich eine ganz große Verbundenheit mit meinem alten Dorf. Es befindet sich jetzt zwar unter Wasser, aber der Geist meines Dorfes ist noch immer in mir. Es ist, als ob ich zurück nach Hause komme. An einem der unzähligen Seitenarme des Stausees taucht eine illegale Goldmine auf. In der Luft liegt der Geruch von Marihuana. Im Abwasser schwimmt Quecksilber. Das nutzen sie, um das Gold aus dem Gestein zu waschen. Edge geht sofort auf einen der Goldsucher zu. Ein Saramakaner, so wie Edge selbst. Ivo Edwards ist 30 und seit 12 Jahren selbstständiger Goldsucher. Ivo, wenn du hier arbeitest, geht der Dschungel kaputt und nichts bleibt übrig. Wir Buschbewohner müssen endlich mit all dem aufhören und den Dschungel auf sinnvolle Weise nutzen. Sonst fressen wir doch das Wertvollste auf, das wir besitzen. Ich will, dass du dich änderst. Ibos größtes Problem sind aber die Razzien der Polizei und illegale Goldgräber aus Brasilien, die ihn oft brutal überfallen. Naturverschmutzung
Nebensache. Wir profitieren jetzt von diesen Bodenschätzen. Weißt du, was das heißt? Ich kann mir davon essen und Kleider kaufen. Früher haben wir hier nur darauf gehofft, dass Hilfe vom Himmel fällt. Heute aber hole ich Geld aus diesem Boden. Dadurch ist meine Familie nicht mehr angewiesen auf Sozialhilfe oder Kindergeld. Im Gegenteil. Ibo verdient pro Woche rund 1000 Euro, behauptet er. Das wäre 8-mal mehr als das Durchschnittseinkommen. Dem gestiegenen Goldpreis sei Dank. In den letzten Jahren sind tausende kleiner, illegaler Goldminen entstanden. Dadurch steigt die Abholzung des Regenwalds dramatisch. Viele Leute aus meiner Gegend versuchen ihr Glück in diesen Minen. Deshalb ist es hier auch so schmutzig. Okay, sie finden Gold und machen verdammt viel Geld. Davon kaufen sie sich dann große, teure Autos. Aber ich sage, wenn du dieses Auto zu Schrott fährst, ist auch dein ganzes Geld futsch. Suriname, eine Nation im Goldrausch. Die Gier nach Rohstoffen beherrscht das Land. In der roten Erde versteckt sich das Material der Moderne, Bauxit. Riesige Löcher klaffen im Dschungel, Bauxit-Tagebauten. Der Regenwald unwiederbringlich verloren. Übrig bleiben künstliche Seen. Suriname ist einer der größten Exporteure weltweit. Aus Bauxit wird Aluminium gewonnen, für Handys und die Luft- und Raumfahrtindustrie. Es wird dringend gebraucht. Bauxit-König ist seit 100 Jahren Alcoa, ein US-Konzern. Manche sagen, er sei mächtiger als der Präsident von Suriname. Die Ureinwohner des Landes sind an den Rand gedrängt, wie die Stadt-Indios von Paramaribo. Arbeitsbeginn für Mark Langermann. Der 29-Jährige ist Nachfahre der Karib-Indiens. Ein Stamm, der wegen des Bürgerkriegs in den 80er Jahren in die Stadt flüchten musste. Letzte Vorbereitungen. Dann kann es losgehen mit den selbstgebauten Sambura-Trommeln zu einer Geburtstagsfeier. Wie jedes Wochenende bahnt sich ihr Minibus seinen Weg durch den Linksverkehr. Für den Auftritt kassieren Mark und seine Gruppe 130 Euro. Sie bieten für einen Abend Indio-Folklore. Die Leute schauen darauf, was wir können. Die Qualität ist entscheidend, deshalb buchen sie uns. Wie singen wir? Sind unsere Kostüme aufwendig gemacht und attraktiv? Das ist wichtig für die Menschen in Suriname. Dann erst rufen sie an bei mir und buchen uns. Die Gastgeberin ist 40 geworden. Sie wohnt und arbeitet längst in den Niederlanden. Aber ihre Feier sollte doch in ihrer Heimat stattfinden. Gewünscht hat sie sich erst Marks Indio-Gruppe. Und später wird ein DJ Salsa auflegen. Mitchell ist arbeitslos. Er braucht diesen Job, um etwas Geld in der Tasche zu haben. Seinem Freund Quincy geht es ähnlich. Er ist Student. Wir sind zu Hause bei Quincy. Seine Mutter näht die Kostüme für die Gruppe. 2 Wochen sitzt sie an einer Tracht, verdient daran etwa 110 Euro. Die Familie hat ihre ursprüngliche Stammessprache verloren. Das Leben ist einfacher mit Niederländisch. Yeah. Setz an ihn. Setz an ihn ab. Mitchell träumt von einem Job in der Industrie.
Ansonsten dreht sich die Welt der beiden um ihre Stars aus der Karibik und Nordamerika. Ich stehe auf Musik aus den USA, zum Beispiel Soul und Hip-Hop. Ich liebe das. Reggae und karibischen Dancehall. Genau das ist Suriname. Weltoffen. Und doch haben sich uralte Kulturen aus aller Welt bis heute gehalten. Vor allem die Tradition der Hindus aus Indien, der größten Bevölkerungsgruppe des Landes. Auch sie kamen als Vertragsarbeiter und sind heute ein weiterer Mosaikstein von Suriname. Beliebter Treffpunkt, die Hindu-Shops. Sadhana Mohan ist Juristin und kommt immer dann hierher, wenn sie neue Kleider braucht für ihre Schule, eine hinduistische Tanzschule. Sadhana hat in New York gearbeitet und in Europa. Aber hier schlägt ihr Herz. Bei der Hindu-Gemeinschaft von Suriname. Jeden Abend um 7 Tanzunterricht in einem schlichten Hindu-Tempel. Hier aufgenommen zu werden, ist nicht leicht. Rhythmusgefühl muss jede Schülerin mitbringen. Die meisten sind Hindus. Aber es gibt auch Quereinsteiger aus anderen Bevölkerungsgruppen, die sich für den 3000 Jahre alten Tempeltanz begeistern. Manchmal fühle ich mich wie in Trance. Wenn ich die Schritte kenne, ist pure Freude in mir. Dann brauche ich mich noch nicht einmal zu konzentrieren. Alles läuft im Rhythmus der Musik. Wenn es ein religiöser Tanz ist, dann ist er vergleichbar mit einem Gebet. Der Tag, auf den Edge lange gewartet hat. Weiter flog nach Süden, um den Schamanen der Trio zu treffen. Suriname gehört zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Erde. Auf einem Quadratkilometer leben hier im Schnitt 3 Menschen. Wim Lam Leon ist Mitarbeiter einer Stiftung, die den Trio-Indios im Süden hilft. Er hat Edge angeboten, ein Treffen zu ermöglichen. Dschungeldoktor trifft Schamane. Die Trio lebten nicht immer schon so abgelegen. Erst über die Jahrhunderte haben sie sich weiter zurückgezogen. Weg von der Zivilisation an der Küste, tief hinein ins eigentlich unbewohnte Hinterland. Es ist Trockenzeit. Die Wasserstände sind niedrig, sehr niedrig. Jede Stromschnelle, Schwerstarbeit. Edge und Wim sind nicht allein. Zwei der Trio haben sie schon erwartet. Denn ohne ihre Hilfe ist es schwierig, das Dorf zu erreichen. Die Bootsfahrt kann zu dieser Jahreszeit 4 Tage dauern. Beinahe lautlos ziehen Boote der Trio vorbei. Händler mit ihren Frauen und Kindern.
Suriname hat 5000 Kilometer Wasserwege. Dieser Fluss, der Sipaliveni, ist einer der kleinsten. Als Mahlzeit müssen Warawara herhalten, Zwergwälse. Die Cassava-Wurzel, eine Art Maniok, dient als Köder. Die Trio leben zurückgezogen und ursprünglich. Trio, so heißt auch ihre eigene Sprache. Selten werden sie laut. Sie reden leise, flüstern fast. Wim, der auch mal in Deutschland gelebt hat, kennt die Trio, seit er vor 10 Jahren für sie eine Schule gebaut hat. Sie sind unabhängig, aber sie haben nicht so viel. Das ist ihr Problem. Sie haben kein Geld, sie bekommen kein Geld. Ökonomisch machen sie nichts. Sie sind am Rand. Sie sind die ursprünglichen Bewohner, die ersten Bewohner von Suriname. Aber jetzt sind sie am letzten Platz. Und das tut mir leid. Bedeutet übersetzt Leute von hier. Und dann treffen wir den ersten von hier, einen Korbflechter. Der Mann kann uns nicht sagen, wie alt er ist. Es fällt ihm einfach nicht ein. Gerade trudeln Familien von ihren Feldern ein. Die Frauen schleppen die Cassava-Wurzeln, die Männer nur dann etwas, wenn sie Jagdglück hatten. Wer zu etwas Geld kommen will, verkauft Singvögel in die Hauptstadt. Für immerhin 300 Euro das Exemplar. Als Delikatesse gelten Affen und vor allem Schildkröten. Allein der Riesentapir Paisa bleibt verschont. Er ist das Haustier des Dorfes. Edges Ankunft ist das Thema des Tages. Das hier ist ein Bascha aus Bickensley. Wir suchen euren Schamanen. Und dann trifft Edge den Schamanen der Trio. Dieses Blatt eignet sich bei Kindern mit Lähmungen. Ich trage dieses Kraut gekühlt auf. Diese Blätter zerkleinere ich mit einem Stöckchen. Kennst du das auch? Bis das Blatt ganz fein gehackt ist. Und dann reibe ich es auf den Bauch bei Bauchschmerzen. Hast du es erhitzt? Nein, kalt auftragen, das reicht. Das hier ist ein Guayaba-Blatt. Das kenne ich zwar, aber ein so großes, wie es hier wächst, habe ich noch nie gesehen. And this now we sang boom
Es hilft gegen Durchfall. Im ganzen Dorf gibt es nur diesen einen Schaman für 180 Trio. Das ist sein Behandlungszimmer. Der Saft dieser Rinde hat meinem Enkel bei starkem Durchfall geholfen. Das ist doch die bittere Rinde. Beide Medizinmänner sprechen nur ihre Stammessprache. Wim hilft aus. Ja. Schamane, du sagst, du kannst alles heilen. Warum müssen dann trotzdem Indios oft zu einem Arzt nach Paramaribo? Sie kommen erst zu mir. Wenn das nicht hilft, müssen sie nach Paramaribo. Okay, erst zu dir und dann zum Arzt. Doch wenn es in Paramaribo auch nicht klappt? Dann behandle ich den Patienten wieder mit Kräutern. Der Bruder des Schamanen ist Kapitän Euka, das Oberhaupt des Dorfes. Er zeigt Etche das Krankenzimmer, das eine Hilfsorganisation gestiftet hat. Unser Problem ist, wir haben hier nur Platz für einen Patienten. Und unsere einzige Schwester muss jeden weiteren Kranken zu Hause in der Hängematte pflegen. Dann erfährt Etche, dass das Dorf keine Wasserpumpe mehr hat und auch keinen Generator. Das hier ist nicht gut. Bei euch muss es doch einen Generator geben, damit das Dorf Strom hat. Eure jungen Leute wollen doch sicher auch Fernseher, Handys und Kühlschränke. Ich sehe das und es schockiert mich. Ihr müsst euch Hilfe suchen und eure Rechte einfordern. Die Indios selbst nehmen es mit einem Achselzucken. Wir leben arm, sagen sie. Aber wir leben. Viele Ausländer kommen nach Suriname und holen unsere Rohstoffe. Gleichzeitig sind hier meine Brüder, die Indios, die Ureinwohner unseres Landes. Sie erhalten bis heute keine Hilfe und bleiben einfach arm. Am Ende der Reise ist Edge sicher. Ab jetzt will er sich politisch engagieren. Für sein Land Suriname. Na so will be there, the water, the bad you saw.